Was gerade, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen. Wieder verkackt, Wallah, wieder verkackt. Immer dasselbe, ja, Wallah. So, aber jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, euer Barish TV hier. Ja, das Intro und das Ende ist bei mir immer so ein Thema. Ja, ich muss das noch üben, obwohl ich schon so lange YouTube mache. Ja, okay, so lange ist das ja nicht, ne? Egal, scheiß mal drauf, es geht nicht darum. Es geht heute wieder um den hier, ja. Wir sind heute mit meinem Schatz wieder unterwegs. Ihr seht. Okay, Bro, fast Unfall passiert. Oh shit. Auf jeden Fall, wir sind heute hier wieder mit dem hier unterwegs, mit dem einzig wahren Schatzi. Freunde, ihr habt schon am Titelbild gesehen und gelesen, es ist richtig. Ich habe es gemacht. Wir haben endlich, nach sehr langem Suchen, haben wir für ihn endlich die originalen M5-Spiegel. Ja, wir reden hier von Original, ja, kein Zubehör-Nachbau. Es sind originale M5-Außenspiegel. Freunde, guckt euch das Auto mal an, ja. Das Auto wurde die letzten 3 Wochen massiv verändert, okay? Das Auto ist einfach ein komplett anderes Auto geworden. Also ich habe schon so viel an meinem Auto mal geändert, getestet, immer wieder mal was getauscht. Aber das ist Endstufe. Das, was wir hier jetzt mit dem hier gemacht haben, ist für mich mit Abstand die krasseste Veränderung, was ich jemals mit diesem Auto, also mit das Auto hier machen konnte. Ich finde, diese Veränderung, die wir gemacht haben, so wie der jetzt gerade steht, ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Ich bin einfach so krass glücklich und froh wegen der Optik. Es sieht einfach geisteskrank aus. Ja, es hat ja schon angefangen mit den Felgen, mit diesen, ja, mit den Black, ne, hier mit den Hochglanzfelgen hier und mit allem drum und dran, okay? Aber das Einzige, was wirklich gefehlt hat, waren die Außenspiegel. Und die Außenspiegel haben wir heute hier, ja? Ihr seht das Auto, also ich finde, es macht einen geisteskranken Optik, ja, so wie der gerade steht. Auch mit den Scheinwerfern, ja, ich mache die mal jetzt mal einmal kurz an, dann sieht man das so, wie die schön hier zur Geltung kommen. Guckt euch das mal an, liebe Freunde, ja, mit den Außenspiegel, mit den Felgen. Also das sieht doch einfach geisteskrank aus. Ich weiß nicht, wie eure Meinung ist. Aus den letzten Videos habe ich wirklich, ich glaube, 98 positive Kommentare bekommen, wegen den Felgen, wegen der Optik. Also ihr feiert die Optik auch so, wie er da gerade steht, genauso wie ich das auch feiere. Das ist die beste Optik, die ich jemals ihm verpasst habe. Es sieht einfach nur geisteskrank aus, ja. So, kommen wir zu den Außenspiegel, Freunde. Es sind originale M5-Spiegel. Es sind keine Zubehör oder Nachbau. Wir reden hier wirklich von einem originalen M5. Klar, der hat gebraucht Spuren und alles. Ich habe so lange diese Außenspiegel gesucht, ja. Ihr wisst selber, der ein oder andere, ihr wisst selber, wie lange man suchen muss, bis man was findet. Vor allem hier, dass es halt alles passt, ne? Elektrisch, Farbe, alleine so ein Außenspiegel, nagelneu, kostet bei BMW um die 1500 Euro. Freunde, ganz, ganz wichtig, bevor ich das vergesse, an den Bruder, der das jetzt sieht, der ist ein Ehrenzuschauer aus Österreich. Dank ihm haben wir die Außenspiegel, ja. Die Außenspiegel sind von ihm. Er hat mir die geschickt. Wir haben uns auf einen sehr guten Preis geeinigt. Ich habe die von ihm für 300 Euro gekauft, Freunde. Freunde, ihr wisst selber, wie verdammt teuer diese Spiegel sind, ja, die Außenspiegel. Wie gesagt, eine Seite kostet alleine 1500 Euro neu von BMW. Und gebrauchte findest du in einem schlechten Zustand für 900 Euro. Also mehr Schnäppchen kann man nicht machen. Dazu muss ich aber sagen, ja, bevor ich überhaupt jetzt noch was sage, schöne Grüße an dich, Bruder, falls du das siehst. Du hast mich zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht, okay? Auch die Community. Ich weiß, ihr freut euch auch. Deswegen schreibt alle Danke an den Bruder aus Österreich. Wallah, ich küsse sein Herz. Dazu muss ich sagen, das ist die einzige Macke. Also es gibt noch eine Macke, dazu komme ich aber gleich. Der Spiegel ist kaputt. Das ist kein Problem. Kann man alles nochmal neu machen. Werde ich auch direkt sofort bestellen. Ich werde direkt auch auf die andere Seite, damit das beide direkt neu sind. Ja, das ist halb so schlimm. Hauptsache, die sind in einem guten Zustand. Sonst sind die in einem sehr, sehr guten Zustand. Wie gesagt, ich habe die noch nicht gewaschen. Ja, hier, das ist alles direkt. Das kriegt man raus. Das ist, wie gesagt, für mich gar kein Problem. So, dann haben wir noch eine Macke, Freunde. Ja, das hat mich am Anfang ein bisschen getriggert, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ich bin einfach froh, dass ich die überhaupt gefunden habe. Ja, guckt euch das mal an. Diese Seite lässt sich mal hier ein bisschen. Der lässt sich auf jeden Fall einklappen, ja. Die andere Seite lässt sich nicht einklappen. Vielleicht kann der ein oder andere mir da helfen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich will ja jetzt auch nicht so viel mit Gewalt machen. Ich weiß nicht, ob der verklemmt ist, ob der. Ich weiß es nicht. Der geht auf jeden Fall nicht zu. Ich weiß nicht warum. Die lassen sich nicht einklappen. Ja, das heißt, ich kann das nur mit der Hand auf dieser Seite steuern. Diese Seite lässt sich gar nichts machen. Also ich finde, das sieht schon nice aus, ne? Guckt euch das mal an, Freunde. Ja, wenn wir mal jetzt nur von dieser Seite gucken.
wie schön eingeklappt die aussehen. Ey, das ist einfach, ey, dieses E60, dieses Modell hier, ne? Das ist einfach das Krasseste, was BMW jemals gemacht hat. Ey, ich kann dieses Auto, ja, dieses Modell, ich kann nur dieses Modell fahren, Alter. Ich will kein anderes Modell fahren. Das ist einfach so ein sexy Bitch-Auto, Mann. Die lassen sich auf jeden Fall hier nicht einklappen. Ja, also es funktioniert hier gar nichts. Ich kann die aber trotzdem bewegen, das funktioniert. Also alles andere funktioniert, nur die lassen sich nicht einklappen. Ich weiß nicht, ob man das kodieren muss, ob ich da irgendwas umpinnen muss. Die haben auch nur zwei Stecker. Meine Originalen, die ich davor drauf hatte, die haben drei Stecker. Wir gucken mal hier, das sind ja meine Originalen hier. Genau. Also die originalen M5-Spiegel haben diese zwei Kabel. Nur das hier hat der nicht. Ich weiß nicht, ob das hier ist dafür, dass sie einklappen. Aber ich war schon am gucken. Das sind nur diese zwei verdammte Kabeln. Ich bin schon am gucken, dass ich eine Lösung finde, dass ich die irgendwie umpinne oder so, dass sie sich einklappen. Aber ich sag euch ehrlich, Freunde, ey, das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Ich bin echt froh, dass ich überhaupt solche Spiegel gerade habe. Ob sie sich einklappen jetzt oder nicht, das ist mir eigentlich relativ egal. Hier mit dem Glas, die kommen neu, das stört mich auch nicht. Und ansonsten, ey, wenn die sich nicht einklappen lassen, dann ist das so. Dann, ich bin trotzdem froh, also 300 Euro, Freunde, haben oder nicht haben für diese Außenspiegel, okay? Wenn das jetzt 900 oder 1000 Euro kosten würde, würde ich sagen, okay, ist ja noch was anderes, ne? Kann man sich noch ein bisschen streiten, lieber Geld sparen, was ordentliches kaufen mit einklappbar, dies, das. Aber 300 Euro, das ist geschenkt. Also das ist meiner Meinung nach komplett geschenkt. Ja, vergleicht das mal, Freunde. Guckt euch mal diesen Unterschied an. Also, das ist Tag und Nacht Unterschied. Ich habe damit einfach komplett das Auto damit wirklich auf letzte Endstufe gebracht. Mit diesen Außenspiegeln ist wirklich vorbei. Genau, Freunde, das ist jetzt die gesamte Optik hier vom Auto. Mit den Scheinwerfern, mit den Felgen, mit den Außenspiegeln. Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Wir werden aber natürlich auch weitermachen. Ja, wie gesagt, das, was ich jetzt seit zwei Wochen schon vorhabe, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, sind die Bremssatteln, Freunde. Ich habe lange überlegt und ich habe mich wirklich für eine Farbe jetzt entschieden. Und ich werde das auch machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das verraten soll oder nicht. Ich bin noch am Überlegen. Okay, komm, ich verrate euch, weil sonst wird das ein bisschen zu much, wenn ich das jetzt wieder verheimliche und alles drum und dran. Ich bin auf eure Meinung nämlich gespannt. So, Freunde, wir gucken das Auto mal einmal so mal hier an. Ja, wir gucken meine Innenausstattung. Ja, es ist eine sehr geile Innenausstattung. Also ich liebe diese Innenausstattung. Ja, dieses Beige. Am besten noch mit einem schwarzen Dachhimmel. Das werde ich aber auch irgendwann nachrüsten. Ja, zu der Innenoptik kommen wir später, Freunde. Ich will erstmal mit das Auto will ich von außen fertig sein. Dann gehen wir langsam in die Innenausstattung. Ich will den auf jeden Fall schwarze Dachhimmel verpassen, aber die Sitze und so, ich will die Farbe behalten. Diese Beigesitze knallen einfach mit Schwarz. Guckt euch das Auto an. Ich war am Überlegen, ich wollte am Anfang so ein komisches Neonblau, M-Blau, ja, dieses originale M-Blau, wollte ich ihm verpassen. Ich habe aber lange überlegt, ich möchte gerne die Bremssattel in Gold machen, okay? Es wird auch kein, ja, es gibt so verschiedene Goldtöne, ne? Und ich will, dass das wirklich mit meiner Innenausstattung harmoniert. Ja, wenn wir das dann da so gucken, einfach Gold mit der Innenausstattung, okay? Weil das, man sieht meine Innenausstattung halt, ne? Wenn ihr euch das Auto von hier mal anguckt, du siehst die Innenausstattung komplett. Und ich finde, wenn die Bremssattel Gold sind mit der Innenausstattung, wenn die zusammen harmonieren, ey, das sieht doch dann komplett Endstufe aus. Oder was meint ihr? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde alles andere, blau, gelb, das wird dann einfach dieser Farbunterschied sein. Ja, schwarz, beige, gelb, blau, das passt einfach nicht. Ich will das alles wirklich schwarz, gold. Mit den Innenausstattungen, das wird doch richtig Hammer aussehen. Oder was meint ihr, Freunde? Also habe ich mich dazu entschieden, wir werden jetzt bald die Bremssattel in Gold machen. M-Logo weiß ich noch nicht, ob ich das machen soll. Kann sein, dass ich ihm auch so ein M-Logo nochmal verpasse. Das werden wir dann mal einfach schauen. Ich denke aber schon, das wird dann schon richtig, richtig geil aussehen. Weiß ich noch nicht. Schreibt das mal in die Kommentare, ob wir dir noch dieses M-Logo drauf klatschen sollen oder einfach nur lackieren sollen und gut ist. Und dann möchte ich zum Abschluss, ja, dann sind wir eigentlich schon von der Optik von außen eigentlich schon fertig. Bis auf so ein paar Sachen kann man danach immer noch machen. Ist auf jeden Fall das Kotflügel, okay? Ich will unbedingt originale M5 Kotflügel kaufen. Alleine nur wegen dieses Seitengitter, Ziergitter, Nieren, wie man das auch nennen darf.
Das sieht einfach geisteskrank aus. Dann ist das Auto wirklich auf Maximum und das Auto ist komplett fertig. Es gibt Zubehör, Kotflügel, will ich überhaupt nicht, will ich gar nicht erst anfassen. Das sieht einfach Katastrophe aus. Deswegen gucke ich ja jetzt gerade, dass ich irgendwas Originales finde. Ich bin auch schon am Suchen. Freunde, dazu muss ich noch sagen, bevor ich das vergesse, ich habe ja ein Paket von KK Tunings Part bekommen. Guckt euch das gerne mal an, checkt die Seite gerne mal ab. Die haben mir nämlich nagelneue Nieren hier geschickt. An der Stelle auch vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gut mit denen im Kontakt. Die wissen ganz genau, wie nierenverrückt ich bin, dass ich so einen Nierenfetisch habe. Die Verarbeitung und so ist hier wirklich super. Also wir sehen, es ist ein Hochglanz tiefschwarz. Achtet mal auf die Zubehördinger, deswegen mag ich nicht Zubehör. Achtet mal auf eure Nieren, das ist kein Schwarz. Haltet das mal unterm Licht, dann seht ihr, dass das so ein komisches Braun ist, okay? Und hier reden wir aber von Tiefglanzschwarz. Also es ist wirklich schwarz, schwarz und kein komisches Braun oder was auch immer. Guckt euch das aber einmal an bei euren Nieren, dann werdet ihr schon wissen, was ich meine. Ja, das sieht doch schon geil aus jetzt, ne? Jetzt bin ich wieder am Überlegen, ob ich die wieder umrüsten soll, die Nieren. Hier schön mit dem Tiefglanz schwarz. Ja, kann sein, dass ich die irgendwann wieder ändere. Bestimmt irgendwie nach Lust und Laune, ich werde die ändern. Ein paar Sekunden später. Komm, Freunde, ich habe mir das anders überlegt, ja, damit ihr das Ergebnis auch seht. Ich werde kurz die Nieren einmal tauschen. Ja, das ist ja für mich 2 Minuten Arbeit. Wir haben die Sache hier schon erledigt auf der Seite. Ich werde die mal kurz einmal drauf tun. Dann könnt ihr die Qualität und so einmal sehen, wie die aussehen. Und dann, genau, ich will das gerade ehrlich gesagt auch selber sehen, weil die Verarbeitung sieht richtig, richtig geil aus. Ich werde sie jetzt einmal drauf tun und dann gucken wir mal. So, Freunde, ich gehe jetzt einmal hier mit dem Licht mal richtig rein. Also ihr seht, es ist wirklich schwarz, okay? Es ist kein komisches dunkles Braun, es ist wirklich ein tief Hochglanzschwarz. Also es ist eine richtig geile Verarbeitung. Es glänzt einfach richtig geil schwarz. Guckt euch das mal an. Das wird auf jeden Fall richtig nice aussehen. Freunde, ich schwöre euch auf alles, was mir heilig ist. Ich habe solche Doppelstack-Nieren noch nie irgendwo gesehen. Die Qualität ist 1A mit Sternchen. Die Farbe, nochmal, es ist ein richtig geiles Hochglanz-Tiefschwarz. Vergleicht das mal mit euren Nieren. Ja, ihr müsst je nach Hersteller mal einmal abchecken. Und die Passgenauigkeit. Guckt euch das mal an. Der wackelt nirgendwo. Der ist bombenfest. Also das ist die krasseste Niere, die ich jemals auf meinem E60 hatte. Ihr wisst selber, wie viele Nieren ich habe. Aber das hat mich von allen überzeugt. Also ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Wenn ihr Doppelstack-Nieren haben wollt, kauft euch die von KK Tunings Part. Ich markiere die nochmal hier rein. Gönnt euch die Passgenauigkeit. Ey, das ist einfach geisteskrank. Ich bin gerade echt, also es wackelt nirgendwo. Also die ganzen Clipser sind perfekt drinnen. Und die Farbe, ne, es passt einfach, okay? Es ist einfach geil. Checkt die gerne ab. Das sind jetzt hier originale BMW schwarze Nieren. Die sind original vom BMW. Und genau, ich lasse sie jetzt erstmal so dran, weil das hat mich echt extrem krass überzeugt. Sieht einfach richtig, richtig geil aus. Und Freunde, ich muss euch sagen, hier die Perspektive vom Außenspiegel ist ein ganz anderes Feeling. Guckt euch das mal an, wenn ich fahre, guckt euch das einfach an. Das sieht richtig geil aus. Ja, es ist zwar ein bisschen ungewohnt für die Augen, ja, weil das Spiegel halt ein bisschen, ja, schmaler ist, würde ich mal sagen. Aber ey, dieses Feeling, ne, dass du da reinguckst, dass du weißt, das sind diese Spiegel, das ist einfach ein Traum. Die sind so geil. Okay, Freunde, das war's dann auch mit dem Video. So schnell kann man mich wieder überzeugen mit den Nieren. Eigentlich wollte ich meine Nieren nicht ändern, aber ihr habt gesehen, zack, einmal so. Ich habe direkt Bock gehabt, direkt geändert. Vielleicht nach einer Woche, ich ändere die wieder. Ne? Ihr seht das ja selber in meinen Videos. Lasst mich einfach damit in Ruhe. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Mal gucken, jetzt im nächsten Video. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt mit dem Bremssattel jetzt in dem nächsten Video dann hin. Und ansonsten, genau, wünsche ich euch nur das Beste. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal, kommentiert für den Algorithmus. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Scheißegal, Hauptsache ihr reagiert drauf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke für euren Support. Wir laufen gerade auf die 5K zu. Lasst uns weiter Gas geben. Ich will noch diese 5K dieses Jahr auf jeden Fall noch erreichen. Ich küsse eure Herzen. Dankeschön. Bis zum nächsten Video.